Jetzt darf ich gar nicht Hallo Fotofreunde sagen, ich mache es aber trotzdem. Hallo Fotofreunde, hallo liebe Zuschauer, Hallo. die zu später Stunde noch hier sind. Wir möchten mit euch, der Mike und ich, der Mike von MK Lichtbilder und ich zusammen ein wenig, ja ein bisschen über Hochzeitsfotografie sprechen, vielleicht auch ein paar Tipps raushauen. Ne? Ja, genau. Gerne. Vielleicht noch ein Wort zu uns. Ich stelle dich mal vor, das ist so eine ganz gute Sache. Oh, ne? Ja. Ja, der Mike ist auch wie ich Hochzeitsfotograf aus St. Augustin. Ja. Ja, wollen wir gar nicht in die Länge ausufern lassen. Es geht ja hier, die Zuschauer möchten ja gerne Tipps haben und nicht so viel von uns hören. Ich bin Fotograf aus Remscheid. Ich verdinge mich auch gerne mal als Hochzeitsfotograf, aber auch andere Sachen. Unter MK Lichtbilder findet ihr Mike in den sozialen Medien und mich unter dem Pseudonym Lichtbild Idealisten. So, aber jetzt gehen wir mal in die Rede, würde ich sagen, oder? Oh ja, sehr gerne. Wir haben uns ja vorbereitet. Ja, das stimmt. Wir möchten es auch ein bisschen spontan machen und ihr könnt uns glauben, liebe Zuschauer, die Tipps, die wir euch geben, möchten wir dem anderen auch geben. Wir haben halt ein paar Flipcharts vorbereitet, oder nee, Metaplankarten nennt sich das, glaube ich, im Pädagogendeutsch. Ne? Oh, was hast du denn da? Ja, das erzähle ich dir später. Ich habe 5 Dinge aufgeschrieben und du doch, glaube ich, auch 5. Ja, ne? Moment. Ich muss dann nämlich auch was ich später erzähle. Zufall, dass du auch ein Buch mit hast. Das geht dich nichts an, sag ich mal. Ne? Okay, da können wir uns drauf verständigen. Also, liebe Zuschauer, falls ihr schon Hochzeiten fotografiert, im Status seid, wo ihr sagt, boah, ich traue mich noch nicht so richtig ran, vielleicht haben wir den einen oder anderen Quick-Tipp, Geheimtipp oder vielleicht auch gar nicht so geheim, wo ihr schon drauf gekommen seid. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mike. Nach jeder Hochzeitssaison fallen mir wieder Dinge auf, wo ich sage, merke ich mir jetzt fürs nächste Mal. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, egal wie lange man schon Hochzeiten fotografiert, man lernt nie aus. Oder mir fallen immer wieder neue Dinge ein, wo ich sage, da hättest du auch früher drauf kommen können. Hat ja keiner gesagt, jetzt ist es bei dir auch so. Ja, Fotografie ist ja ein kreativer Prozess, ne? Und das entwickelt sich auch immer weiter. Das merke ich daran, wenn ich Bilder von vor 3, 4, 5 Jahren mir angucke, dann denke ich mir, zu bunt? Oh, zu bunt. Oder so. Also man entwickelt sich da ja auch weiter. Ne? Es ist kein Stillstand. Also, oder man ist nicht angekommen, lass mal das mal so sagen. Ne? Ja, ich finde das Spannende ja auch, gerade bei Hochzeiten, jedes Paar, jeder Mensch ist ja halt irgendwie auch anders und hat andere Bedürfnisse, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht so gemerkt hat, aber am Tag der Hochzeit einen wieder, mich auf jeden Fall, vor neue Herausforderungen stellt. Absolut. Deswegen jetzt schon mal als kleiner Teaser die Tipps, die wir für euch mitgebracht haben. Also ich kenne die von Mike nicht, möglicherweise verzahnen die sich auch, ne, und sind doppelt gemoppelt. Aber vielleicht sind es auch Dinge, die für den einen oder anderen von euch total selbstverständlich sind, aber vielleicht auch gesagt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, das sind vor allen Dingen Sachen, die ich persönlich wichtig finde. Das heißt jetzt nicht, dass das Nonplusultra ist, ne, sondern... das sind so Dinge, wo ich denke, jo, da müsste man vielleicht mal, oder da könnte man vielleicht Boden gut machen, ne? Weil so eine Hochzeit ist ja schon auch nicht ohne, sag ich mal. Ne? Wenn man so als, vielleicht als Hobbyfotograf gefragt wird, hör mal, ich heirate, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Dann denkt man erstmal, ho. Genau. Ja. Sehe ich halt auch immer noch so, also da kann man ja möglicherweise auch strittig drüber diskutieren. Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, vielleicht gerne mal in die Kommentare, ihr könnt den Stream auch live kommentieren. Ich persönlich bin der Meinung, von der Schwierigkeit in der Fotografie, wenn man das in Genres teilt, ist das schon, danach kommt für mich nicht mehr viel. Ja, Aktfotografie vielleicht noch. Weil man da, das sind andere Herausforderungen, da hat man zumindest ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ne? Bei der Hochzeit ist Zeit so ein Faktor, weil man sehr spontan reagieren muss und dann muss es einfach fluppen. Genau, ne? Deswegen, und man muss One-Taker sein. Momente in der Hochzeit hat man ja auch überhaupt gar keine Chance, einen zweiten Take da zu machen. Von daher... Nicht wundern, Stefan kommt jetzt kurz rein, wir müssen kurz Tonprobleme in den Griff kriegen. Wir haben ein bisschen Probleme mit unseren Funken. Ja, ja, ist überhaupt kein Problem, sorry. Ja, passiert, ne? Ja, ist live. Ist live, genau. Genau. Sind wir live weiter, ja, ne? Ja. Ja, genau.
Ja, also deswegen lasst euch jetzt vielleicht mal überraschen, aus welchen Erfahrungen wir unsere merkwürdigen Tipps jetzt mitgebracht haben. Ich bin neugierig auf deinen Nummer 1 Tipp oder Tipp Nummer 1. Also vielleicht. Fängst du an? Ich fange jetzt mal an. Mhm. Tolles Buch. Ja, ist ein Teil von meinem Tipp, aber du hast auch eins mitgebracht. Ich habe auch eins mitgebracht. Aber ich gehe mal springen vor, weil ich habe mich schon mal raufholen. Jetzt ist der Ballon ja geplatzt. Ne? Ja, der Ballon. Also ich habe mich pflichtgemäß vorbereitet. Ja, nicht hier, das kommt nach und nach. Ja. Ich bin mal gespannt, wie wir Schnittmengen haben. Also ich habe hier ein paar Moderationskarten fertig gemacht. Tipp 1. Ich habe dir gesagt, du sollst leserlich schreiben. Ja, mal gucken, ob das geklappt hat. Wird keiner lesen können. Ist aber auch ganz egal. Lies ihn vor, bitte. Ja, mache ich. Laut. Lach nicht. Rechne mit schlechtem Wetter. Oh, toller Tipp. Findest du ihn nicht gut? Doch. Was bedeutet das denn? Ich wollte gerade sagen, gehen wir zum nächsten. Gehen wir zum nächsten. Also, nein, ein paar Worte können wir darüber verlieren. Du bist im Sommer Hochzeitsmensch, fotografierst alles, hatte ich mit deinem Paar getroffen, hast ein paar Fotos besprochen. Das finde ich persönlich, ist ja auch so ein Schwerpunkt in der Hochzeitsreportage. Super coole Location. Man hat vielleicht auch mal Glück, das Brautpaar hört auf den Fotografen und sagt, ja, zur goldenen Stunde lass uns die paar Fotos machen. Passt ja meistens nicht, weil da ja ne, öfters mal das Essen geliefert wird. Aber ja, hast du es nicht? Viele Paare möchten so einen ganz speziellen Look, die möchten diesen Boho-Style haben. Und Boho-Style, wissen wir ja alle, ne, braucht drei Sachen. Heidekraut, tiefstehende Sonne und möglicherweise das Paar, was dann auch noch korrespondiert angezogen ist. Aber gleichzeitig wird im Sommer auch um 19 Uhr das Essen gereicht. Ja, das stimmt schon. Was ich sagen will, Tipp 1, rechne mit schlechtem Wetter. Hab einen Plan B. Was ist denn wirklich, wenn das Wetter kippt? Wir leben lange leider in einem Land, finde ich, wo das Wetter oftmals nicht so gut ist. Das würde ich so nicht sagen. Ich schon. Ich finde, da zerschießt ja alles. Und dann hast du alles geplant und willst abliefern und hast Motive und alles und dann regnet es. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, also du machst ja mit Sicherheit genauso wie ich auch eine Vorbesichtigung von der Location, ne? Das heißt, wenn du da hingehst, dann überlegst du dir, wo gehe ich hier hin, wenn es regnet? Genau. Mhm. Oder kann ich überhaupt hier hingehen, wenn es regnet? Ja. Und muss ich? Also ich habe auch immer noch einen Schirm dabei. Das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen off-topic. Ich war eigentlich ganz stolz auf meinen durchsichtigen Regenschirm. Mhm. Und jetzt habe ich überlegt, vom Style wäre eigentlich ein weißer noch besser. Ne? Mhm. Ist ja auch sehr lichtdurchlässig, reflektiert möglicherweise das Licht. Also im Prinzip wie so ein Abschatter, ne? Und passt ja eigentlich, die meisten Brautkleider sind auch weiß. Ne? Mhm, also Schirm habe ich immer dabei, aber na, ob das dann so die schönen Fotos gibt, aber zumindest finde ich es wichtig, darüber nachzudenken, um sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Hat es dir schon mal eine Hochzeit so richtig zerregnet? Mhm. Ja? Mir noch nicht. Eine einzige. Und da bin ich auch nicht stolz drauf, was ich da abgeliefert habe. Also da hatte ich nicht so den richtigen Plan B. Das war so. Ich habe jetzt letzte Woche noch eine Hochzeit gemacht, da hat es den ganzen Tag geregnet und da habe ich aus Versehen mal Glück gehabt, da war es wirklich so, dass in dem Timeslot, wo wir losgegangen sind, es aufgehört hat, auch so ein bisschen Sonne rauskam, aber da kannst du dich nicht drauf verlassen. Also mir hat es noch keine Hochzeit geregnet. Ich hatte schon Hochzeiten, wo es geregnet hat, aber es gab immer so ein Zeitfenster, wo man die Möglichkeit hatte zu fotografieren und da muss man dann halt einfach flexibel reagieren. Ne? Mein Vorschlag wäre jetzt, bevor wir zu deinem ersten Tipp kommen. Ja. Wir haben eine Zuschauerfrage hier reinbekommen. Oh, ja. Möchte ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. Möglicherweise wird die aber auch eingeblendet, da gehe ich mal fest von aus. Aber doppelt hält ja bekanntlich besser, wie in vielen Lebenslagen auch. ich kann jetzt nicht sehen, wer hier der Fragesteller ist, aber die Frage ist, die meistbenutzten Brennweiten bei der Hochzeit im Standesamt. Oh. Die würde ich dann direkt mal an dich weitergeben. An mich? Ja, ich muss erst überlegen. Ja. Nein, ich muss nicht überlegen, aber ich habe ja so einen großen Redeanteil, hau mal raus. Ich bin fotografisch eine faule Sau und stehe total auf Zooms. Also ich fotografiere im Standesamt mit dem 2470. Mhm. Ich habe aber auch das 70-200 zeitgleich am Set, weil ich, wenn die Emotion bei der Schwiegermutter durchbricht, das auch ablichten möchte. Also, und dann habe ich so das Tele auch mit Abstand. Also wenn ich das dann richtig schlussfolgere, bist du auch doppelhändiger Schütze. Ja, genau. Ich hab zwei Kameras am Start und beide dann mit unterschiedlichen Objektiven. Ich habe früher mit 35 mm auch im Standesamt gearbeitet, aber das war mir zu unflexibel. Also ich zoome gerne, da stehe ich auch zu und verzichte dafür aber gerne auch auf Blende. Ja. Ne? Arbeite dann mit 2,8, das geht auch ganz gut. Bei mir ist es lustigerweise ähnlich.
für mich ist auch 2470 das meistbenutzte oder damit starte ich meistens so standesamtliche Geschichten, da komme ich auch weit hin. Ja, Standesamt-Geschichten sind ja meistens auch nie so lang, aber bei so einer freien Trauung, da, also ich habe nur einen Buddy, dann fange ich auch schon mal an, was anderes drauf zu schrauben, um einfach nochmal, ja, wenn erforderlich, mit ISO runterzugehen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe das Gefühl, dass sämtliche Standesämter in Deutschland Fotografen feindlich gebaut wurden. Das stimmt nicht. Nein? Nein, wo muss ich denn mal hinkommen? Also da kann ich dir das Standesamt Rolandsbogen empfehlen. Das ist ein Trauzimmer oben am Rolandsbogen. Richtig. Da solltest du mal hingehen, fotografieren. Aber ist ja eigentlich dein Bereich, ne? Ja, aber da tun wir uns ja nichts. Nee, ne? Wir will dann ja schon mal gerne. Ja, gut, gut. Okay, dann haben wir die Frage, denke ich, die hier gekommen ist, hoffentlich beantwortet, dass wir beide 2470 um die Flexibilität halt haben. Da gibt es bestimmt auch andere Meinungen, aber ja, ich habe das für mich so raus, hat sich das so rauskristallisiert. Genau. Ne? Die anderen Meinungen, es gibt ja auch kein richtig und kein falsch, da muss jeder seinen Workflow finden, finde ich. So, dein erster Tipp. Bei mir war ja Rechner mit schlechtem Wetter. Ja. Ja. Fandst du gucken, gut, ob man das hier lesen kann? Oh, guck mal, wie leserlich ich geschrieben habe. Mein erster Tipp ist, führe ein Vorgespräch. Mhm. Also das mit dem Brautpaar sich treffen. Das kann man bei denen zu Hause machen, in einem Café machen, am Ort des Geschehens, also wo die Location ist, da kann man die Location direkt besichtigen und erstmal mit denen sprechen, was die sich so vorstellen, wie der Tagesablauf ist, wo es vielleicht Stolpersteine gibt oder sonstiges. Also so ein Vorgespräch finde ich immer super wichtig, um herauszufinden, wo die Reise hingeht. Ja, die Punkte, die du jetzt genannt hast, hinsichtlich des Vorgesprächs, ja, ich würde die noch gerne erweitern wollen. Klar, Absprache, wie ist der Ablauf, was sind die Erwartungshaltungen, was möchte man machen? Mhm. Aber das persönliche Beschnuppern, das ist, ja, das kommt ich, noch, ja, genau. Oder hast du dann extra den, kann man noch darunter? Nee, ich hab, den können wir hier aber noch mit reinbauen. Das wäre mein Tipp Nummer zwei, aber der geht hier mit rein, einen Ablaufplan machen im Vorgespräch. Also es gibt ja immer einen fixen Punkt und das ist die Zeremonie, der Akt, egal ob das standesamtlich ist oder Kirche. Das ist ja der terminliche Fixpunkt und alles davor und danach orientiert sich ja an diesem Termin. Und da mache ich immer so ein Timetable in dem Vorgespräch und zeige denen auch in dem Gespräch Dinge auf, die nicht funktionieren werden. Also wenn die sagen, boah, die Trauung ist um 14 Uhr, dann geht die bis 15 Uhr und um 15.20 Uhr fahren wir da weg und zur Location. Dann sage ich immer, das wird nicht funktionieren. Weil ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber nach Kirche oder Standesamt gibt es ein Phänomen, was weder stoppbar noch zu unterbinden ist, nämlich die Gratulation. Die Chaosphase. Die Chaosphase, ja, da will jeder die Braut einmal drücken und herzen und gratulieren. Ja. Und das kannst du nicht unterbrechen. Du bist der Letzte. Kannst du auch nicht kontrollieren. Genau. Ja, kannst du nur noch kämpfen. Die richtige Stelle, dass man am besten beide beim Gratulierungsvorgang gefotografiert wird, ist unheimlich schwierig. Nee, aber ich muss da nochmal rein. Entweder habe ich mich ungeschickt ausgedrückt oder du hast einfach nicht gerafft. was ich meine, Ablauf, alles gut, aber ob die Chemie stimmt, finde ich auch enorm wichtig. Ja, ich sag nicht, das stand bei dir nicht drauf. Nein. Siehst du aber auch so. Ja. Weil ich sage auch immer, man darf auch Nein sagen. Man darf auch zum Fotografen Nein sagen. Also ich finde, das gehört dazu. Das ist, ich würde das sogar noch toppen. Ich finde auch, der Fotograf darf Nein sagen. Sollte das auch tun, wenn es nicht funktioniert oder wenn aus irgendeinem Grund er sagt, nee, das wird so nicht gehen. Und wenn die Chemie nicht stimmt. Ja. Ja, das kann passieren, muss nicht, also ganz, ganz wichtig. Lustigerweise, wir haben eine Zuschauerfrage, aber darauf kommen wir jetzt gleich, ist meine Karte 3, schau. Ja, toll, also Vorgespräch. Ich habe das Vorgespräch. Ich habe das Vorgespräch. Haltest du in die Kamera? Ja, ich halte es in die Kamera. Du hast viele Kameras auch hier. Mhm. Aber ich habe noch einen Punkt. Handyfoto. Kannst du dir vorstellen, machst du das auch? Nein, warum? Erklär's. Hast du gar keine Ahnung? Nein, das ist mir ein Rätsel. Je nachdem, ich weiß nicht, wie zeitig du dein Vorgespräch mit den Paaren vor dem eigentlichen Trautermin machst. Die frühesten sind ein Jahr, die spätesten eine Woche vor dem Termin bei mir gewesen. Ich bin mit meinem Hundehirn nicht in der Lage, mir Gesichter ein Jahr zu merken, wenn ich die Menschen nur eine Stunde gesehen habe. Mir ist es wirklich mal bei der Hochzeit passiert, dass ich locker ankam und mich mal warm fotografiert habe. Da stand einer im Anzug. Der sah gut aus. Das war aber nicht der Bräutigam.
Und witzig. Zum Glück kam er dann von uns und sagte, ach, na, bist du auch schon hier? Und dachte dann, ja, ich habe mir nichts anmerken lassen, dass ich die ersten 10 Minuten falschen Menschen fotografiert habe. Deswegen neige ich jetzt wirklich dazu, mir wie so ein kleines Warnungsfoto vom Paar zu machen, weil Menschen verändern sich ja auch in dem Jahr. Vielleicht mehr Bart, längere Haare, andere Haarfarbe. Ja, das mache ich anders oder geschickter. Ich frage die Braut immer, ob sie schon ein Foto hat vom Kleid. Weil das weiß ich auch immer gerne, wie das Kleid aussieht. Weil es gibt Dinge, die kannst du mit gewissen Kleidern fotografisch nicht anstellen. Dann lasse ich mir immer ein Foto von der Braut im Kleid schicken. Dann, wenn es noch hat. Und das kann man nachliefern. Ja. Also für mich wichtig, dass ich meine Brautleute ein Jahr später erkenne. Ja, finde ich eine gute Idee. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht, aber nach der Erfahrung. Bereit für eine Frage? Also ja, bitte. Höre genau zu. Sind die Paare manchmal so gestresst, dass das Shooting gar nichts wird? Hattest du das schon mal, dass so ein Paar hattest, wo auch so eine schöne Konzentrationsaufgabe nicht geholfen hat, dass sie runtergekommen sind? Ja, also das Paar hat immer Stress, also aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Aber ich finde, das ist so die Kernaufgabe des Fotografen, zum einen Entertainer, Animateur und auch Psychologe zu sein und das Paar dann so zu beeinflussen, dass es was wird. Ich hatte noch kein Paar, wo das Shooting in die Hose gegangen ist, weil die zu gestresst oder nervös waren. Das hatte ich noch nicht. Aber es ist schon eine Herausforderung für den Fotografen, die dann vielleicht auch einzufangen. Und weil als Fotograf bist du ja, ich sag mal, im äußersten Fall bist du ja vom Getting Ready bis zum Ende dabei. Also du bist der, die Hochzeit am permanentesten begleitet. Ne? Also ich würde die Frage auch ähnlich beantworten. Also, dass es komplett nichts geworden ist, nee, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung an mich, aber auch an das Paar. Möglicherweise hat man zusammen Motive besprochen und du hast im Kopf schon so das Bild, was du dann fertigen möchtest und dann scheitert es halt so an Kleinigkeiten, dass du, meistens ist es eigentlich, dass die Kerle, dass ich die nicht locker kriege oder oft das mal, also da nochmal wirklich ein Kompliment an die Damenwelt. Ich finde, Bräute kriegen, also heute kann man ja, glaube ich, sagen, kriegen es besser hin vor der Kamera. Woran liegt das? Ich kann es nicht sagen, vielleicht an uns Männern. Dass wir, stehst du gerne vor der Kamera? Nee, das ist ja der Grund, warum ich auf der anderen Seite der Kamera stehe. Aber ich sage immer, Bräutigame, heißt das so? Was ist, also die was müssen ist halt einfach, Bräutigame, ne? Ja, hört sich komisch an. Die müssen mitmachen, also die müssen Bock drauf haben, so ein bisschen sich drauf einzulassen und den Rest kriegt man schon hin. Ne? Also da bin ich... Ich finde es halt auch enorm schwierig, wenn man so leichte Posing-Hilfen gibt, wenn das Paar jetzt, also ich finde, ein bisschen einrichten muss man die, auch wenn viele sagen, ja, wir möchten nicht so das Gestellte, aber man hat trotzdem ja die Erwartungshaltung, dass das Bild einigermaßen daherkommt, dass man so schon ein bisschen, was mache ich mit der Hände, mit den Füßen? Ne? Manchmal sind ja zu viele Gliedmaßen am Körper für den einen oder anderen, der vor der Kamera steht. Ja. Wenn du halt Posing-Hilfen gibst und das Paar nicht in der Lage ist, vor Stress das umzusetzen, da erwische ich mich selber bei, wo ich dann auch schon mal die Faust in der Tasche mache und Dinge denke, die ich nicht sage. Und trotzdem versucht man das wieder. Aber ich glaube, da muss man auch den Punkt erkennen, dann ist das eben so. Mhm. Hast du Zeitdruck beim Paar-Shooting? Also hast du dir so ein Limit gesetzt? Zeitlupe? Zeitdruck. Ob du Zeitdruck hast beim Paar-Shooting? Aber das liegt nicht an mir, sondern an den Paaren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich berate in dem Vorgespräch immer, dass ich sage, es wäre schön, wenn wir mindestens eine Stunde für ein Paar-Shooting einräumen könnten. Ich weiß nicht, ob bei dir das immer so gehalten wird, bei mir nicht, weil dann kommt wieder irgendein Programmpunkt dazwischen. Letztes Mal kamen die Luftballone, die aufgestiegen werden, die mussten in den Himmel, dann haben wir wieder kurz unterbrochen. Dann war das Kind vom Paar noch dabei, das musste sich gekümmert werden und dann ist mal die Stunde ganz schnell auf 35 Minuten geschrumpft. Und dann finde ich, also man versucht den Stress abzuschütteln, aber ich weiß nicht, ob einem das immer gelingt. Ich finde das halt schwierig. Oftmals ist das Shooting ja zwischen Zeremonie und Anfahrt zur Location, wo gefeiert wird. Ne? Also die Gesellschaft fährt schon mal vor und man macht einen Schlenker und macht dieses Paar-Shooting. So ist das ja zumindest bei mir ganz oft. Und dann finde ich es schwierig, wenn du länger als eine Stunde weg bist. Ne? Ja, absolut. Also dieser Zeitdruck ist echt immer ein Thema. Wir sind dann eigentlich am liebsten die Hochzeiten... wo man die Feierlichkeit möglicherweise gar nicht so wichtig ist, sondern wo man nachher noch in Ruhe 2-3 Stunden hat und sagt, ach, die Feier, die interessiert uns möglicherweise vielleicht gar nicht. Aber man muss, deswegen ist es ja auch so schwierig, das nehmen, was man kriegen kann. So, Frage ist, glaube ich,
Oh, jetzt kommt schon wieder die nächste Frage. Ja, komm, hau aus. Mach mal die Fragen. Ne? Wir sind ja auch ein interaktives Format genau. hier bei den interaktiven Fototagen. Das ist eine Frage für dich, die kann ich nicht beantworten. Puh, gib her. Ich kann sie dir vorlesen. Ach so, aber lesen kannst du? Right, bitte. wie macht man am besten, einfachsten, das Gruppenbild der Gäste? Ja, das ist, da müssen wir ausholen, ne? Ja, weil das Gruppenbild, eine Gruppe können 5 sein, das können auch 140 sein. Wie macht man das am besten? Genau, also die Anzahl ist entscheidend, finde ich. Kommt noch was oder soll ich dir helfen? Die Anzahl ist entscheidend, weil je größer die Gruppe ist, umso schwieriger wird es ja, ich sag mal, vom normalen Kamerastandpunkt aus, alle auf ein Foto zu kriegen. Also am besten ist es natürlich ein Schloss mit einer breiten Treppe, dann kannst du sie alle auf die Treppe platzieren und schön staffeln. Hast du das nicht, musst du gucken, ob du als Fotograf irgendwo erhöht kommst. Hast du das nicht, brauchst du eine Drohne. Genau, so also um auf den Punkt zu bringen, so die Herausforderung ist, drauf. Genau, man sieht einfach nicht ab einer gewissen Gruppengröße alle Personen. Genau. Gesichter, weil ihr dann verdeckieren kann. Das kannst du nur so oft sagen, das ist meine Erfahrung. Die kleinen Leute nach vorne, die mittleren Leute in die Mitte und die großen nach hinten kriegst du nicht und hin. Alle gucken bitte und in die Kamera. Alle hin. Und alle lassen die Augen auf und ich zähle runter und seid mal lustig. Ja, kannst du vergessen. Also ist gruppengrößenabhängig und ich würde halt immer sehen, dass ich eine Location finde, wo Treppen sind. Genau, das ist das Einfachste. Oder selbst einen erhöhten Standpunkt wählen. Also ich habe schon Fotografen gesehen, die hatten so ein Höckerchen dabei, wo sie sich draufgestellt haben. Geht ich habe mir letztens noch eine Leiter geliehen. Dann brauche ich aber einen Leiterhaltemann immer noch, weil die sehr wackelig ist. Da bin ich fast runtergeklatscht. Und am schönsten wäre natürlich noch, wenn die Treppen im Schatten sind. Ne? Genau, Mittagssonne. Sonne ist für Gruppenbilder, also auch wie Paarporträts, finde ich immer untunlich, weil dann ganz viele Menschen Augen kneifen. Denn wir wissen, zwischen 12 und 2 hat der Fotograf frei. Ne? Genau, das sage ich dem Brautpaar auch immer. So. Ja, alternativ als letzte Möglichkeit natürlich das Drohnenfoto, ne? Dass du eine Drohne steigen lässt, wenn es möglich ist und das Foto von oben machst. Ja, aber Drohne Startler kriegen, dann hast du möglicherweise wieder einen Bereich, wo du nicht starten darfst, das ist ja auch Das ist schon wahr, ja. Machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Ich meine, unsere Tipps, die können wir ja unten in die Shownotes schreiben. Ja. Ne? Genau. Ich glaube, es ist auch wirklich spannend für euch da draußen eher, wenn wir mal auf... ich freue mich ja. Also immer bitte mehr gerne fragen, ne? Wenn noch was kommt. Und wenn wir eine nicht beantworten können, dann fragen wir unsere Regie da hinten. Die Jungs, die können das für uns googeln. Ne? Wir googeln mal eben. Bist du bereit? Ja, Marco, hau raus. Herr Krüger, für die nächste Frage. Ja, bitte. Hast du Stress dabei? Nein. Nein. Ich auch nicht. So, Trend ist wohl Highlight-Film. Kann man das als fotografischer Alleinunterhalter eigentlich hinbekommen? Filmen und fotografieren gleichzeitig geht nicht. Ich überlege jetzt gerade Highlight-Film. Highlight-Film, ich kenne den Begriff jetzt so nicht. Ich stelle es mir halt vor, dass die Highlights komprimiert werden in die Zeit X. So würde ich es verstehen. Ist ein Kurzfilm. Ein Imagefilm von der Hochzeit. Kann man so sagen. Und fotografieren und filmen gleichzeitig geht nicht. Punkt. Würde ich mich genauso anschließen. Man kann selbst eins vernünftig zu machen, ist ab einer gewissen Hochzeitsgröße, finde ich, anspruchsvoll. Ja. Weil möglicherweise zu viel passiert. Ja, wir beide wissen das. Wir haben Hochzeiten auch schon zusammen fotografiert, wie sehr das stresst, wenn man zu zweit fotografiert. Ja. Weil man weiß genau, auch wenn man sich halt schon ein bisschen kennt, wie der andere, ich muss nicht... Genau, ja. Richtig. Man muss nicht sagen, guck mal in den Winkel, man steht sie selbst im Bild. Also, ne, falls einer mal heiratet da draußen, uns kann man auch im Team buchen. Kann man das auch mal kurz sagen. Ne? Weil ein bisschen Werbung muss sein. Ja, ne? Die lustigen Fotografen, das sind wir. Ne? So, haben wir noch eine Frage? Nee, haben wir nicht. Also, bin ich mit dem Tipp dran, ne? Nee, ich bin dran. Ah, sorry. Ja. Ja, man kann es ja probieren. Es kommt aber gerade noch eine Frage rein. Hat sich schön gedrückt. Ja, ich hoffe, die Frage ist mit dem Highlight-Film, also unserer Einschätzung nach, möchte ich nochmal sagen, ist beides nicht leistbar. Ja, ist ja nur unsere Meinung, die muss ja nicht allgemein sein. Wir können ja kurz reingrätschen. Stefan und ich haben zusammen Hochzeiten gefilmt, lange Jahre. Ja. Und da kann ich mich nur anschließen, zu zweit ist besser als einzeln. Also auch da hilft es, zu zweit zu arbeiten. Und auch wenn man sich ein bisschen versteht mit Blicken und... Ne? Dann hilft es auf jeden Fall in der Kommunikation. Aber auch fotografieren und filmen gleichzeitig ist nicht möglich. Also wenn man das macht, dann muss man sich auf eins der beiden Sachen konzentrieren, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und da ein kleiner Tipp, die ganze Zeremonie mit Filmen, weil an irgendeinem Punkt macht irgendjemand was Lustiges und das kann man gut mit reinschneiden. Also nicht nur so ein bisschen filmen, sondern die Zeremonie ruhig komplett mitnehmen. Ja, bestens. Gut, dass mein Handy nicht auf Reise ist. So,
Jetzt Frage. Haben wir, ja, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir bei dem, kann man mal eben Highlight-Film machen, schon fast die absolute Mehrheit, wenn unsere Regie ja mit unserer Meinung ist. Wir könnten mal mit den Zweien zusammen eine Hochzeit fertig machen. Ja, das große Bundle. Ey. Ja, ja. Viererpack. Die Fantastischen Vier, würden wir uns nennen, glaube ich. Die Fanta Vier, die Frage bitte. Ja. Mit welchem System fotografiert ihr und seid zufrieden mit eurer Wahl? Fang mal an, dann mache ich mein Handy eben auf leise. Das ist ein Fauxpas. Ja, soll ich anfangen? Von der Live-Sendung, ja. Ich habe von Sony über Canon zu Nikon alles durch. Ich bin jetzt bei Nikon und ich fotografiere mit dem spiegellosen Z-System im Moment. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Autofokusleistung und hoffe sehr, dass ein gewisser Anteil der Performance der Z9 per Update auf die Z6, Z7 übertragen wird. Das wünsche ich mir. Mhm. Aber ansonsten, einmal auf dieses spiegellose System umgestiegen, möchte ich nicht mehr zurück zu Spiegelreflex gehen. Das muss ich noch sagen. Ja, in vielen Bereichen mag ich mich da anschließen. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz so wankelmütig bei der neben mir. Ich habe jetzt nicht die Systeme gewechselt. Ich habe, seitdem ich Hochzeiten fotografiere, bin ich auch auf Nikon unterwegs. Ich habe ganz viele Hochzeiten mit der D750 gemacht. Die hat mich auch nie im Stich gelassen. Dann bin ich auf die 850 gewechselt. Das war für mich die Kamera überhaupt. Das die 750 oder die 850? Die 850 war meine Lieblingskamera. Da war ich wiederum gar nicht so mit zufrieden. Und jetzt mache ich es mit einer Z6 II und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Also ja, aber dass ich sage, nee, ich brauche zwingend, klar, das Update soll irgendwann mal kommen für den Autofokus, aber das kann so bleiben, wie es ist. Also ja. Ich hab da, hast du dir eigentlich eine neue Kamera irgendwie ausgesucht schon? Oder? Möglich. So, jetzt mache ich mal weiter mit meinem Punkt 2. Ne? Oder es sei denn, die gemeine Regie haut uns hier schon wieder eine coole Frage rein. Komm, mach, schnell, ja. Schnell. Was denn? Gut. Das kann kein Mensch lesen. Ja, aber ich halte der Form halt rein. Das machen die in den Quizshows auch mal so. Also, lies. Wechselkleidung und Beauty. Ja, was bedeutet das? Ja, das, kannst du mir das erklären? Oder? Nee, keine Ahnung. Also Wechselkleidung weiß ich jetzt nicht. Für das Brautpaar oder für den Fotografen? Eindeutig für das Brautpaar. Weil sag, dass die Frage berechtigt ist. Weil der Fotograf gehört in den Dreck, das wissen wir. Also ich packe mir immer Reserveklamotten ein. Mhm. Und ich muss mal eben was sehen, ob ich... Nee, das kommt neu. Ich packe mir immer Reserveklamotten ein, weil ich mich wirklich gerne in den Dreck lege, um halt einen Vordergrund zu generieren im Foto, dass ich ein bisschen grün geschnetz in Anschnitt nehme. Also um halt noch einen Vordergrund ins Bild zu bauen. Und das erreicht man halt manchmal nur, wenn man sich wirklich in den Dreck legt. Ich habe auch kein Problem, nachher auf der Gesellschaft ein bisschen beschmutzt rumzulaufen, aber manchmal sind ja auch nass. Mhm. Und zum anderen... finde ich gerade die kirchliche Trauung ist für mich eine Hochstressphase in der Fotografie und da komme ich auch schon mal ordentlich an Schwitzen. Das heißt, des Sommertags, ich hatte letzte Hochzeit, da hatten wir 40 Grad. Da war bei Wet T-Shirt nichts dagegen. Ne? Mhm. Und da freut man sich halt auch, wenn man einmal fertig ist und die Pause da ist, wenn man sich ja neu bekleiden kann. Ich habe übrigens auch immer ein Schweißband am Arm. Ja. Weil in dieser Hochstressphase, ich bin lästig, hast du auch manchmal so Tropfen einfach. Du bist der Eisbär-Typ. Ne? Nee, ich natürlich. Also genauso. Ja, aber das mag auch an meinem Transpirationsverhalten. Möglich. Ganz kurz, wir müssen bei dir mal ganz kurz die Akkus wechseln von der Funke. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei dir ganz viele Abbrüche. Okay. Aber Stefan wechselt eben die Akkus. Ja, soll ich schon mal rausholen? Ja. Ach komm, bevor ich was kaputt mache, mach mal eben. Das hatte ich. Mach kaputt, der Kyrill guckt gerade zu, der muss uns dann was Neues einkaufen. Ja. Ich hatte das schon mal bei der Schwellenklappe gemacht. Warum auch immer ich derjenige, weil er nicht gehört wurde. Aber ich habe hier jetzt falsch gemacht. Nee, das war auch meine Funke, die ich vorhin hatte. Das, und da ging es doch. Du bist auch wieder. Das liegt immer an mir. Haben wir eine Frage? Nein, ich bin nur noch gar nicht durch. Sind wir schon wieder live? Ja, die ganze Zeit. Du darfst nicht fluchen in den Pausen, das geht hier nonstop weiter. Das ist korrekt. Wechselbekleidung, aber Beauty habe ich noch nicht erklärt. Mit Beauty meine ich einfach ein Hygienepräparat. Vielleicht möchte man, wenn man 12 Stunden eine Hochzeitsreportage macht, sich auch noch mal ein bisschen frisch machen. Ja, ein bisschen so. Oder vielleicht auch noch mal die Haare richten. Also ich habe wirklich noch mal ein Duftwässerchen dabei, weil ich mag es auch auf Hochzeiten gut zu riechen. Ja, manchmal misst man ja auch, ich sag mal, die Körperlichkeit vom Tag ermattet.
Ja, das stimmt. So, du bist dran. Es sei denn, nee, wir haben keine Frage. Tipp Nummer 3 ist bei mir. Zement. Üben. Ja, was meine ich damit? Also, jeder. Ich hab's verstanden. Ja, das ist ja auch einfach, ne? Jeder fängt ja irgendwann mal an mit Fotografieren. Und wo übt man das? Also, wo übt man Hochzeitsfotografieren? Kann man nicht üben, weil es gibt ja. Du verstehst, was ich meine, ne? Also, ich finde ein probates Mittel, und das habe ich auch schon oft gehabt, dass Leute zu mir kamen und sagten: Hör mal, ich starte gerade mit Fotografieren, mit Hochzeitsfotografieren. Kann ich mal mit auf eine Hochzeit? Und dann habe ich immer gesagt, ja, sicher. Also ein Praktikum bei dir quasi. Wenn du das so nennen willst, ja, ein Tagespraktikum. Ich möchte dir über die Schulter schauen, wie machst du das? Und das, finde ich, ist ein probates Mittel zu üben. Ich weiß, dass das nicht jeder Fotograf macht. Ich finde es gut, weil... Hast du das gemacht, als du mit Hochzeiten angefangen hast? Nee, ich bin kaltes Wasser mäßig gestartet, genauso wie du. Ja, ja, ich hatte ja auch eine kleine Vorgeschichte aus der Videografie in Sachen Hochzeiten. Und absurd, wenn man vorher und jetzt vergleicht, wie unvorbereitet ich videografisch vorher in Hochzeiten reingegangen bin. Das war da nassforsch fast schon, ne? Ja, auch frech. Ja. Egal, das würde ich jetzt so nicht mehr machen, aber vielleicht wachsen auch die eigenen Ansprüche ein bisschen. Bestimmt, ja. 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 Ja, genau, üben, aber das ist eine Situation, die man schlecht üben kann. Man kann sich natürlich auf das dünne Eis begeben, wenn der beste Freund fragt, ich heirate, magst du ein paar Fotos machen, du fotografierst doch. Dann würde ich sagen, kann ich machen, aber ich kann dir nichts versprechen, dass das was wird. Man kann vor allen Dingen nicht beides sein. Man kann nicht Gast auf einer Hochzeit sein und gleichzeitig Fotograf. Nee, das funktioniert geht definitiv nicht. So. Nicht so. Ich habe letztens meinen Vater gefragt. Ich sage, Vater, zeig mal deine Hochzeitsfotos von Vater und Mutter. Die haben ein Foto. Und ich sage, die anderen, ja, der Onkel Jochen, der hat da fotografiert. Ja, und? Ja, irgendwie ist das nichts geworden. Ja, ich sage, und das war's? Ja, das war's. Hm. Ist ein schwieriges Thema, ne? Wo wir möglicherweise auch wieder bei Preisfindung sind. Der berühmte Onkel Heinz, ne? Der gerne auf Hochzeit fotografiert. Ja, es ist wirklich schwierig zu üben. Und es ist ja nun mal schon speziell. Ja, man könnte sich natürlich auch in der Porträtfotografie unter Zeitdruck versuchen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal so eine Herangehensweise. Ja, ne? Aber da bekommst du ja noch nicht die Abläufe an so einem Tag mit. Ne? Also, das kannst du nicht simulieren, finde ich. Nee, den Stress muss man fühlen. Den Stress muss man fühlen. Oder kann ich das auf dem T-Shirt gedruckt haben? Ja, den Stress muss man fühlen. Den können wir möglicherweise bei Fotokoch hier auch unten im Ladenlokal dann verkaufen. Ja? So eine kleine Merch-Abteilung. Merchandise-Artikel, ja, genau. Ja, ich sehe schon aus der Regie, kriegen wir einen Daumen nach oben. Super, genau. Haben wir eine Frage? Was habe ich gesagt? Den Stress muss man fühlen? Ja, den Stress. Und der Fotograf muss in den Dreck, das wäre der zweite Slogan. Und ich bin Foregrounder, aber das passt nicht zur Hochzeitsfotografie. Ja. Wir haben eine Frage, Mike. Oh, die hat es in sich, die ist gepfeffert, mag ich sagen. Was sollte man auf Hochzeit niemals, auf einer Hochzeit niemals fotografieren? Das ist eine gute Frage, ne? Habe ich gerade auch schon beim Lesen kurz drüber nachgedacht. Was sollte man auf einer Hochzeit niemals fotografieren? Also ich denke mal, Dinge, die sich nicht geziehen zu fotografieren. Also ich sag mal, vielleicht Menschen in einer Lage, die man nicht im Foto manifestiert haben möchte. So allgemein möchte ich das formulieren. Ja. Also ich finde so lustige oder peinliche Situationen schon, was weiß ich, wenn dem Bräutigam hinten die Hose platzt. So, das würde ich fotografieren, da hätte ich kein Problem mit. Ne? Aber so vielleicht irgendwie Situationen, die nicht verewigt gehören, möchte ich, glaube ich, also allgemein lassen. Sehe ich genauso. Vielleicht ist da die alte Bauernweisheit eigentlich auch eine ganz gute Herangehensweise. Ich würde mich einfach fragen, möchte ich in so einer Situation abgelichtet werden? Und wenn ich, sage ich mal, normal einigermaßen von meinen Eltern konditioniert bin, findet man da möglicherweise so eine Schnittmenge, wo man sagt, hier ist einfach so eine Grenze. Also was ich per se nicht mache, das ist jetzt kein Skandal, aber zum Beispiel, wenn das Abendessen da ist, dass ich die Gesellschaft beim Essen fotografiere. Das stimmt, ja. Beim Essen wird nicht fotografiert. Das ist auch genau, so eine Regel, also ich sage das meinem Paar immer, ich sage, euch beide würde ich vielleicht einfach mal so als Erinnerung, was ihr euch auf den Teller gepackt habt, was es zu essen gibt, vielleicht auch mal so klinisch, bevor das Buffet geflattert ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, möchten die meisten Menschen sich nicht sehen, wenn sie sich dann den dritten Knödel in und
Mhm. Oder halt auch so Geschichten, ja, die sind schon mal dabei, die lösche ich dann auch, wenn gerade man dabei ist, zu sprechen oder zu blinzeln, dann sieht es ja schon mal aus, als ist man kurz vor einer Ohnmacht oder ja. so. Aber das ist ja jetzt nicht bewusst, dass man die Momente fotografiert. Ne? Ja, ja. Aber das stimmt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn beim Essen jemand mit einer Kamera rumrennt. Das ist, ja, das stimmt. Ja, missliche Lage. Ja, so diese Einstellung, möchte ich so abgelichtet werden, das ist schon, würde ich als Maximin bezeichnen. Wirst du angerufen? Kann nicht sein, ist leise. Mein Wecker, ich muss aufstehen. Ich habe eine Live-Geschichte bei Fotokoch. Aber ich habe hier noch eine Frage. Ja. Blitzt ihr oder versucht ihr weitgehend darauf zu verzichten? Letzteres. Ich finde, Blitz ist nicht mein Freund. Das könnte ich frech sagen, weil du es nicht kannst. Ja. Möglicherweise. Mhm. Vielleicht möchte ich es auch nicht können, weil ich Blitzfotos nicht schön finde. Ich kann das super, aber ich mache es auch nicht. Nein, das ist jetzt alles Spaß. Ich würde mich auch da wieder ganz konsequent deiner Meinung anschließen. Es liegt wirklich daran, dass wir nicht fähig genug sind, aber ja gut, ich sag mal, wenn ich blitze, dann auch der TFP blitzelt dich schon. TFP blitzelt ist auch geil. TTL, ja. Dass ich halt gar nicht groß, also der Blitz dient ja eigentlich da nur dazu, zum Aufhellen, aber man kann ihn ja nicht künstlerisch wertvoll einsetzen, zumindest nicht in den Lagen, nee, da ist nicht die Zeit für, Punkt, sage ich jetzt einfach mal so. Also mir persönlich wäre es vielleicht abends, dass ich eine Tanzfläche ausleuchte. Ich kann für meine Fotografie sagen, je mehr technische Komponenten ich einbaue, hauptsächlich Lichtsetzung, ein Lichtsetup, zwei Licht, drei Licht, desto mehr bindet meine Kreativität die Technik. Dass ich sage, ist die Blitzstärke, die Lichtrichtung, der Lichtformer, die Lichtqualität. Und wenn ich damit an der Hochzeit anfange, glaube ich, verliere ich den Blick wirklich die wesentlichen Momente. Ja, weil du es als super beeinflussen kannst. Dann denkst du, oh, da muss das noch ein bisschen heller, da ein bisschen dunkler. Und so bei vorhandenem Licht nimmst du es so hin und setzt das um und baust es ein. Genau. Das geht mir genauso. Genau. Also da um die Frage, glaube ich, da sind wir uns einig. Ja. Wenn es nicht anders geht, dann ja. Aber ich habe einen dabei, sagen wir mal so. Ja, genau. Aber das auch wahrscheinlich dann einen klassischen Aufschnitt blitzen, oder? Ja. Ist bei mir ganz genau das Gleiche. Da bin ich übrigens total begeistert, wie lange die Akkus da halten. Das stimmt. Das ist, ja. Ich habe jetzt letztens eine 10-Stunden-Geschichte, da habe ich viel geblitzt, weil, ja, weil dunkel überall. Ja. Die erste Akkuladung, ne? Das ging gut. Ey, wir haben eine Frage. Ja, super. Gibt es einen Hochzeitsworkshop oder ist eventuell so etwas geplant? Klaus, das wäre sicherlich ein tolles Erlebnis, von den Erfahrungen zu lernen. Ja, also das ist jetzt ein bisschen, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich plane das eigentlich relativ lange, bloß ich bin immer noch nicht mit der Planung abgeschlossen, weil ich immer noch so ein paar Ideen habe, wie man das machen könnte. Ich habe wirklich überlegt, so einen Einzug in eine Kirche nachzustellen und die Fotografierenden dann auf einen kalten Schlag machen zu lassen, ohne überhaupt was gesagt zu haben. Einfach um dieses Zack, da muss er abliefern. Aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, ist wieder wettergebunden und so weiter und so fort. Du brauchst auch eine Kirche. Genau, ja, und was kostet das? Darf eine Kirche sowas machen, wenn es keine offizielle Trauung ist? Ich weiß das alles nicht. Möglicherweise vielleicht mit einem Paar, was dann eine Hochzeit simuliert im Studio. Aber wie gesagt, möchte ich irgendwann mal wirklich gerne anbieten, aber ich stecke da immer noch in der Konzeption fest, weil in jeder Hochzeitssaison mache ich mir immer Notizen so abends, wenn ich dann da sitze und sage, boah, war ein cooler Tag, was mir halt wieder aufgefallen ist, wo ich habe gesagt, boah, da müsste ich die Stellschraube vielleicht noch mal ein bisschen nachstellen. Gut, Workshop-Frage an. Also, liebe Zuschauer, falls irgendeiner mal irgendwann einen Hochzeitsworkshop bei mir besuchen möchte, es kann sein, dass da was kommt, einfach mal auf meiner Homepage schauen unter Workshops. Vielleicht wird es in 2022 was. So, ich glaube, ich hatte die letzte Karte, ne? Das war die Wechselbekleidung. Ja, dann bist du dran. Ich muss mal gucken, wo waren wir? Ich habe nur noch zwei. Ich habe auch noch zwei. Abschalten? Abschauen? Abschauen. Sich Dinge abschauen. Also um kurz zu fassen, sich andere Fotografen angucken und gucken, wie fotografieren die, wie positionieren die Models. Also sich Dinge einfach anzuschauen, sich gute Fotografen anzuschauen oder Fotografen anzugucken, die man gut findet. Und bei denen abzugucken, was haben die für eine Bildsprache, was haben die für einen Look, wie arbeiten die mit den Models oder mit dem Brautpaar, wie stellen die hin, was machen die so? Und da kann man sich Ideen, also mache ich auch, kann man sich Ideen abgreifen und gucken, oh, das ist ja eine tolle Idee. Guckst du denn speziell bei Hochzeitsfotografen oder würdest du sagen, ich gucke auch bei Porträtfotografen? Nee, also genau. Gezielt. Beides. Beides. Mhm. Weil Hochzeitsfotografie ist ja auch Porträt. Ja.
Ja, ein bisschen anders, weil Porträt in der Hochzeit hast du ja immer noch dazu Brot, zwei Menschen adäquat ablichten zu müssen. Mhm. Während im Porträt kannst du ja auch nur ein Mensch sein. Ne? Richtig. Also dich auch, ja, ich finde, Abschauen hat für mich, ja, ich will nicht sagen, so einen leichten Negativeinschlag. Ist das nicht, kann man es nicht vielleicht sogar besser als Inspiration auch möglicherweise? Ja, betiteln? Also ich finde, sich gute Ideen abzugucken, finde ich nicht schlecht. Also es ist nicht Nein, negativ behaftet. Also, absolut. Ja, ich nenne es Inspiration. Ja. 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 Ich glaube, ich würde gezielter gucken. Ich würde wirklich andere Fotografenseiten mir anschauen, glaube ich. Ja. Ja. Bereit für eine Frage? Ja. Ja. Haltet ihr euch streng an euren Zeitplan? 4 Stunden gebucht, nach 4 Stunden packe ich zusammen. Nein. Also ich, soll ich beantworten? Nur zu. Ich werde für einen gewissen Zeitrahmen gebucht, aber ich sage schon im Vorgespräch, dass ich an dem Tag nichts mehr vorhabe. Das heißt also, wenn an dem Tag oder wenn das Paar sich entscheidet, boah, kannst du noch bleiben 3 Stunden, dann sage ich, klar. Hast du da aus Fehlern gelernt oder? Nee, das habe ich eigentlich von Anfang an so drin gehabt, weil die Frage kommt ja immer, hör mal, wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo unsere Buchung endet, was passiert denn dann? Oder kannst du dann noch bleiben, wenn es nötig ist? Und ich finde das klar. Ja. Ich habe also noch nie 2 Hochzeiten an einem Tag angenommen. Aus diesem Grund. Ich schon. Ja. Und schön. Das mache ich aber nicht mehr. Das war, nee, das, ja, das eine doof, war so ein kurzes Ding und dann war ich wieder in meiner, ich bin wirtschaftlich Phase und dann sagt die zweite, nimm es noch mit. Und dann war genau das. Hat wieder ein bisschen länger gedauert, dann war wieder ein bisschen Stau auf den unverstopften Straßen NRWs und dann wurde es eng und ja, das ist Lehre. Ein Stress, den möchte ich mir nicht antun und vor allen Dingen auch dem Brautpaar nicht antun. Wenn du da dich verspätest, boah, nee, dann ist gut. Genau, den mache ich auch nicht mehr und ich handhabe es genauso wie du. Im Vorgespräch formuliere ich das meistens folgendermaßen, dass ich sage, ihr habt mich jetzt die Stunde X gebucht, ich werde nicht ungefragt länger bleiben, ich werde aber auch nicht einen polnischen Abgang machen. Man meldet sich ja. Ne? Man sagt so, Freunde, der Zeitpunkt ist gekommen, habt ihr noch genau. was? Oder sonst wenn es eben dann passt. Jetzt, ne? Man guckt so, wo sie jetzt ja, in genau. gebunden sind. Genau. So ja. weit zu dieser Frage. Ja, wir haben noch die nächste Frage. Finde ich total bitte. Cool. Also ich finde das auch gut. Auch hier nochmal der Aufruf an euch, liebe Zuschauer. Haltet euch nicht zurück. Zur Not überziehen wir auch, da sind wir auch Kumpel. Ne? Und unsere Tipps, die, wie gesagt, genau, ich sehe schon, die Regie freut sich, die ziehen aber auch mit die Jungs, das ist perfekt. Ganz kurze Frage in die Regie, die 16 Minuten hier runterlaufen, ist das dann die Werbeunterbrechung oder sind wir dann, sollen wir sehen, dass wir dann durch sind? Heute gibt es keine Werbung mehr. Also ihr macht, wie ihr macht. Und cool. Liegt mal zum mal. Einstieg die Frage vor. Es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Trauungen und so weiter. Geht man da anders ran? Nee. Ich überlege gerade, ob da irgendwas. Ich überlege jetzt auch gerade. Ich zähle jetzt gerade bei im Kopf, wie viel gleichgeschlechtliche Trauungen ich in der Vergangenheit hatte. Magst du, soll ich? Also ich kann das ganz kurz beantworten. Ich bin da nicht anders rangegangen, sondern oder ich gehe da nicht anders ran, sondern ganz genau so. Mhm. Also vielleicht gibt es da ein paar Dinge zu fragen. Also ob es da irgendeine Art von Einzug gibt, ne? Dass jemand so, in der Kirche steht und der andere kommt rein oder so, ob es sowas gibt. Ja. Aber ansonsten nö. Also ist bei mir ganz genauso. Für mich macht das überhaupt gar keinen Unterschied an meiner Herangehensweise. Was ich allerdings persönlich glaube, mir einbilde, gemerkt zu haben, dass oftmals, ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, sowohl die Paare, die Gleichgeschlechtlichen, als auch die Gleichgeschlechtlichen oder die Gesellschaften der Gleichgeschlechtlichen gefühlt mehr open-minded sind. Ich kann lockerer, das gar nicht, ne? Ich kann das nicht, kann sein, genau, ja. Ich kann es nicht richtig packen, aber es ist offener, es ist lockerer, es ist manchmal weniger angespannt und konservativ. Hm. Ist so mein Gefühl. Sollte jetzt überhaupt nicht wertend sein. Ist, für mich können alle Menschen heiraten. Wegen mir auch. Genau. Oh. Wie mit einem Aufsteckblitz richtig blitzen, direkt beziehungsweise wie perfekt indirekt blitzen? Das ist eine gute Frage. Also direktes Was ich Google mache. Ja, direktes Blitzen ist natürlich lichtmäßig
nicht gut. Ne? Also, du wolltest das A-Wort sagen. Ne? Right in the face. Genau. Das ist nicht gut. Indirekt blitzen ist natürlich bei einer weißen Decke erste Wahl. Hast du eine dunkelbraune Eichendecke, ist über die Decke blitzen natürlich nicht gut. Ja. Aber da gibt es auch Systeme und Techniken. Also man kann sich da mit einer weißen Pappe behelfen oder es gibt Dinge, die man auf diesen Aufsteckblitz drauf machen kann. So mit so Armen und so einer weißen Fläche, das geht. Also ich würde immer indirekt blitzen und sei es mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder einem weißen Blatt Papier, da kann man sich zu so ich würde auch die braune Teakholzdecke immer noch dem direkten Blitzen vorziehen, weil dann... Nein? Hast du das schon mal gemacht? Ja, sicher, den ganzen Tag. Da muss ich nachher ein bisschen an der Weißabgleichschrauben. Ein bisschen, genau. Ein bisschen. Aber ich mag den Look nicht vom direkten Blitzen. Dann sind ja auch möglicherweise, jeder Mensch hat eine andere Haut, dann wird ein bisschen transpiriert, dann hast du halt diese hellen Blitzflecken und wir kennen alle den Look von einem totgeblitzten Bild. Und den kannst du einfach, finde ich, durchs Bouncen wesentlich einfacher umgehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir, auch wenn ich TTL blitze, meine Grundeinstellung ist, die Belichtungskorrektur am Blitz auf -7 zu stellen. -0,7, also nicht -7, sondern -0,7. Ja, so ungefähr. Weil der Blitz soll nur so ein bisschen füllen. Ne? So, genau. So ein leichtes... Genau. Ich habe übrigens auch, hast du auch diesen Globe-Aufsatz, ne? Also eher diesen Kugel. So ein Lichtdom. Genau, ja, nicht diesen normalen, sondern... So eine Art Joghurtbecher. Ja, ihr wisst, was wir meinen. Genau, also dass die Abstrahlrichtung nicht nur frontal geht, sondern auch so ein bisschen seitlich, dass man möglicherweise nochmal ein bisschen... Das macht eine Menge aus. Ja, so finde ich auch. Ja. Also damit, im Bergischen gibt es übrigens gerne viele dunkle Eichendecken. Ja. Das. Ich war letztens im alten Rathaus zu Köln. Das war auch nicht gut. Das war eine wahre Wonne. So, wir haben schon wieder eine Frage. Ja, dann freut mich. Also ich habe da auch Spaß dran. Ja, sicher. Unsere Tipps sind ja auch nicht so toll, ne? Lass unter den Tisch fallen. Wie lange warten eure Paare auf die Fotos im Durchschnitt? Bearbeitet ihr alle Fotos gleich intensiv nach? Mach den Mund zu, die ist gut, die Frage. Ne? Mach den Mund zu, die ist gut. Das sind aber zwei Fragen gewesen. Auch. Ja, pass auf. Dann, welche möchtest du beantworten? Ist mir egal. Wie lange warten eure Paare? Nein, du beantwortest beide. Wie lange warten eure Paare auf die Fotos im Durchschnitt? Und dann bearbeitet ihr alle Fotos gleich intensiv nach. Ich versuche das so nach 2 bis 3 Wochen zu liefern. Boah, jetzt hätte ich das Pad bald hingelegt. Ja, Frage 1 beantwortet. Mhm. Und du? Ich tendiere auch zu der Krüger-Zeit aktuell. Mhm. Ich war früher wirklich schneller, aber da hatte ich irgendwie auch immer eine bessere Staffelung, dass so ein bisschen nichts dazwischen war. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin halt auch hot. Wenn ich von der Hochzeit reinkomme, ich will auch teilweise, man hat so das Gefühl, boah, das ein oder andere Bild könnte ganz cool geworden sein, dann will man es auch ein bisschen anpacken. Mhm. So mittlerweile liege ich auch so bei 2 bis 3 Wochen, aber ich habe es auch schon mal nach einer Woche geschafft. Da die Paare oftmals keinen Vergleich haben, zumindest wenn sie zuerst heiraten, ich freue mich dann immer, dass ich so schnell bin, aber ich habe selten gehört, boah, bist du schnell. Ich kündige das meistens vorher an. Also im Vorgespräch und sage, ja, ihr müsst ungefähr so 2 bis 3 Wochen rechnen, bis dass ihr die Fotos bekommt. Mhm. Sollten die irgendwie welche, ich sag mal, Verdanksagungskarten oder sonst irgendwas haben wollen, dann kann ich so ein paar Highlights schon schnell raushauen. Ja. Aber alle Fotos... Zweiter Teil der Frage war ja, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber ich glaube, du hast ganz falsch. Machst du schon mal gerne. Du hast ja auch im Kreis getändelt ein bisschen. Ne? Ja. Ich habe die Buchstabensuppe zu Hause heute Morgen nicht leer gelöffelt. Bearbeitest du alle Bilder gleich viel nach? War der zweite Teil des Fragestellers oder der Fragestellerin? Nein, also diesen klassisch, also die Bilder aus dem Shooting mit dem Brautpaar, die bearbeite ich intensiver. Bei mir genau das Gleiche, die Paarfotos, mache ich meistens so 3 Farblooks mal fertig und dann können sich einen raussuchen. Schwarz-Weiß mache ich das auch gerne. Die normale Reportage versuche ich meistens relativ behalten. Genau, aber alle Bilder werden angefasst. Bei mir auch. Alle, die rausgehen, werden auch angefasst, aber intensiver die Paarfotos. Ich glaube auch, weil du immer schief fotografierst. Stimmt, ich habe, kann man auch mal sagen, ich kann nicht gerade fotografieren. Wir haben eine Frage. In welchem Kameramodus fotografiert ihr? Da werden wir uns nicht einig werden, Kamerad. Ne? Ja, bitte, dann du zuerst. Wie fotografierst du? Ich persönlich fotografiere in M mit ISO-Automatik. Mhm. Du in A, ne? Genau, also ich beeinflusse die Blende und lasse die Kamera in der Zeitautomatik und stelle ISO von Hand ein. Ich mag ISO-Automatik nicht. Bei Canon wäre es AV, ne? Ja. Ja.
Ja, wir müssen ja für alle Systeme abliefern. Bei Leica? Nein, Spaß. Ja, interessant, ne? Also da haben wir ja oft das auch schon darüber diskutiert, ja, aber das jeder ist ja, fühlt sich. Genau. Jeder muss ja so arbeiten, dass er gut klarkommt. Ja. Und wir werden immer wahnsinnig, wenn wir Kameras austauschen. Ja. Oh, das ist eine Katastrophe. Ja. Oh, wo hast du denn? Was genau. ist das denn? Ja. Oh. Sein Arbeitsplatz ist falsch eingestellt, ne? So kann genau. man sagen. Genau, läuft wie man in ein Auto nicht, kommt, ne? wo ein kleiner Mensch drin gesessen hat, da genau. passt nichts. Genau. Ja, das, also bei mir, bei der Variante ist das einzige Risiko, wenn es draußen zu sehr ballert und die ISO-Automatik nicht genug runterdrehen kann und ich aus dem Innenraum rauskomme, dann versuche ich ja, also für mich so 160stel drunter versuche ich nicht zu gehen, weil langsam gehende Menschen dann auch noch, das passt. Vielleicht habe ich mich einfach auch noch nicht intensiv genug mit dieser ISO-Automatik auseinandergesetzt. Ich habe das mal probiert und das hat für mich paradox Ergebnisse erzielt, wo ich so dachte, das ist, was ist das ja, für ein Blödsinn? Mit welcher Belichtungsmessmethode? Weißt du das noch? Boah, ne. Okay. Also tendenziell habe ich auch das Gefühl, dass ISO manchmal unnötig hochgepusht wird. Genau. Das ist halt, wo ich so denke, da hast du eine Verschlusszeit von, na, was weiß ich, 8000stel und ISO ist unnötig hoch, wo ich so denke, das passt doch nicht. Ja. Jedenfalls nicht mein Ding. Haben wir noch eine Frage? Nein. Nee, aktuell nicht. Zettel? Ein Zettel, aber irgendwie haben wir das schon. Du hältst das zu. Nee, ich halte es in die Regie. Guck mal jetzt, ich wollte mal testen, wie schnell die Regie. Also, auch kein Problem, wenn man. Paar Bilder Plan hattest du da, glaube ich, auch schon, ne? Paar Bilder Plan, ja. Ja, genau. Also ich finde, dass das natürlich für die meisten Paare ein ganz elementares Bestandteil von einer Hochzeitsreportage ist. Und ich freue mich persönlich immer sehr, wenn die Paare, die zu mir kommen, ganz konkrete Vorstellungen haben. Ich lasse mir auch gerne Fotos zeigen, so meistens von den Bräuten, wo die sagen, das finde ich gut. Und ich sage dann auch gleich, dass das nicht nachfotografieren ich werde. Ich nicht, sagst du dann. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. ja, sondern, genau, dass das so eine Art Inspiration ist, damit ich weiß, in welche Richtung die so ticken. Was das die gut das Risiko, was ich eben dabei sehe, man nicht, dass eine Erwartungshaltung geschürt wird, die man dann nicht erfüllen kann, weil wir alle wissen, ein Foto 1:1 nachzumachen ist schier unmöglich, weil irgendwas das, ist ja immer anders. Genau, ne? Deswegen wird das, werde ich das, also eher als, nicht als, als, wie soll ich das sagen, das wird nicht 1:1 kopiert, sondern das ist so eine Idee. In die Richtung. Ja, ja. Genau. Das muss man natürlich kommunizieren, ist klar. Ja, schwierig ist es halt, wenn die Paare, was überhaupt nicht schlimm ist, keine konkrete Idee für Paarfotos haben, man ihnen dann möglicherweise aus dem eigenen Portfolio was zeigt. Da können wir übrigens, das war wirklich auch nicht abgesprochen. Wir beide sind Freunde von, ja, ich nenne es immer Jahrbuch. Ich finde, ein Papier auf Bild, ist auch geil. Bist auch schön, ja. Ein Foto auf dem Bildschirm zu sehen oder auf Papier ist eine ganz andere Baustelle. Ich mag es gerne, Papier anzugreifen, du auch, ne? Ja, ich nehme das mit zu diesen Hochzeitsvorbesprechungen und lass die da drin blättern. Weil ich auch denke, das Bild gedruckt macht einen anderen, das ist toller als auf dem Bildschirm. Ja, wenn man das umblättern kann und reingucken kann ist, und an. Es ist anfassbar im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Um möglicherweise die Paare auch ein bisschen zu inspirieren. Ja, und das ist auch so ein bisschen Aushängeschild. Also ja, so nach dem Motto, guck mal, das habe ich bisher gemacht. Ne? Und, das habe ich mir aus den verschiedenen Stockfotoagenturen zusammengekauft und jetzt für euch mal hier auf Papier gebracht. Paar-Shooting-Plan, das war genau die Geschichte. Also ist eine ganz wichtige Sicherung und ich mache es, ich glaube, ich weiß nicht, du machst es nicht, ich nehme mir auch immer die Zeit, vorher nochmal hinzufahren. Zur Location? Ja, ja, da wo das die Paar-Fotografie stattfinden soll, um auch manchmal Bildideen zu entwickeln. Nur weil das Brautpaar sagt, ich möchte hier das Foto 23 haben, aber du hast gar nicht die Location, die das hergibt, dann stehst du da. Ne? Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, also wenn du fotografierst, wo es weiter weg ist. Also ich habe schon auf Langeoog meine Hochzeit gehabt, da war ich nicht vorher, muss ich zugeben. Und ich bin nächstes Jahr unterwegs im Ausland, da werde ich auch nicht vorher. Aber da muss man halt vorher... Wo im Ausland? Marokko. Marokko? Hm. Was ist die Hauptstadt von Marokko? Das weiß ich nicht. Rabat. Ah. Ja. Das muss er ja wissen, dann fragt sich das Brautpaar. Ja, dafür ist ja auch so ein Livestream wieder ganz gut. Ne? Aber man kann sich ja auch die Fotos von der Location zeigen lassen. Ja, also sicherlich, manchmal ist es einfach nicht möglich. Na klar, so eine schöne, ich sag mal, Voraufklärung für eine Hochzeit in Marokko. Ja. Da bin ich auch ein bisschen neidisch. Brauchen die einen zweiten Fotografen? Nee. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Damit dieser unangenehme Moment. Oh, wir haben hier eine Situation. Was denn für eine Situation? Ja, haben wir keine Slideshow-Bilder mehr? Nee, wir haben keine Slideshow-Bilder mehr. Liebe Zuschauer, falls ihr euch fragt, die Bilder, die haben jetzt keine große Bewandtnis. Wir haben einfach mal ein paar aus unserem Fundus mitgebracht, damit dieser schicke Bildschirm nicht ganz leer ist. Ich lese schon mal die nächste Frage vor und du
kümmerst dich um? Ich klappe einfach zu, glaube ich. So. Okay. Ja, ich glaube, die waren jetzt auch in Endschluss live ewig durch. Ja. Wie oft kommt es eigentlich vor, Paaren zu sagen, das Beispielbild kann man hier nicht umsetzen? Oh, ganz oft. Ja. Ich glaube, als Fotograf hat man ja auch eine beratende Funktion. Ja. Ne? Also kann man nicht umsetzen oder kann man vielleicht so nicht umsetzen? Mhm. Dass, man kann das vielleicht abgewandelt machen. Ja. Das ist eher so. Ja. Ne? Das, da muss man auch offen sein, finde ich, damit die Erwartungen da nicht in die falsche Richtung gehen. Ich versuche den auch, wenn es so ist, den Zahn zu ziehen und zu sagen, also ich hatte das mal ein Paar, das wollte halt auch diese Boho-Geschichte machen. Mhm. Und es gibt hier ganz viele Hochzeitsfotografen, / Innen, die, ich sag mal, das Aushängeschild dieser Look ist. Mhm. Ich sag mal, ihr wisst, was wir meinen, diese Brauntöne. Meistens sind das dann halt auch nochmal, dass die Bräute so einen Haarkranz aus Blümchen im Haar haben. Ist so ein bisschen Vintage auch mit da drin. Mhm. Und, der Bräutigam so eine Mütze. Ja, genau. Oder so eine Holzfliege oder so Geschichten. Eine Holzfliege? Ja. Und die wollten genau diesen Bild haben. Kannst du das? Und da habe ich gesagt, ich weiß, wie so ein Bild zu bearbeiten ist, aber wenn ich diese dominierenden Elemente nicht da habe, tiefstehende Sonne ist immer auch gerne so eine Gegenlichtgeschichte. Ne? Mhm. Meistens irgendwie Heidelandschaft, wie ich schon mal sagte, oder hohe Gräser, die auch so Erdtöne haben, dann wird das halt schwierig. Und die Fire Locations von denen war irgendwie mitten in der Stadt mit viel Beton. Deswegen, da muss man halt auch sagen, das ist, da kannst du machen, was du willst, das wird nichts. Ne? Mhm. Aber wie du schon sagst, ich finde einfach wichtig, dass man das so formuliert, dass dann hier lange Gesichter bei rumkommen. Ich finde, die beratende Funktion ist sehr wichtig und muss sich auch nicht unbedingt nur aufs Fotografieren beschränken. Ne? Weil du hast ja als Hochzeitsfotograf, bist du schon vielen Hochzeiten dabei gewesen und kannst da vielleicht auch in anderen Bereichen beraten. Ne? Auf jeden Fall, man hat ja den Quervergleich. Mhm. Also ich mache es jetzt mittlerweile auch, wenn es mir ein Bedürfnis ist, wenn ich einen Standesbeamten oder einen freien Redner, freie Rednerin oder auch einen Pastor habe, die für mich persönlich geil performt haben, dann ist es mir wichtig, denen das zu sagen. Ja. Ich hatte letztens das war glaube ich in Leverkusen. Leverkusen, fette Henne. Das ist ein toller Stadtteil übrigens, so heißt der wirklich. Eine Hochzeit und der Pfarrer, der hat eine Klampfe mitgebracht. Und der hat dann mal schön akustisch geklampft und gesungen, fand ich. Und auch gut. Ja. Und das ist, korrigiere mich, ich finde, das ist nicht selbstverständlich oder alltäglich. Und das hat mir gut gefallen. Das ist auch manchmal bei Standesbeamten eklatant, was es da für Unterschiede gibt. Also da merkst du, dass da Leute dabei sind mit Herzblut und die da richtig gut performen und richtig reden. Und manche spulen das halt einfach ab. Das genau, ist dann und, eher so Standard. Ich sage mir so, wir als Fotografen freuen uns ja auch darüber, wenn wir Lob bekommen. Nee. Ich schon. Ja, das zehrt man. Und warum soll man den anderen Dienstleistern das nicht, also, ja, klar. Weil dadurch, dass man vielleicht mehrere Hochzeiten fotografiert, hat man ja so einen Quervergleich. Ne? Ja, klar. Ja. Absolut. Ich sage auch, jeder Braut hat so schön aussehen. Das war ein Spaß, liebe Zuschauer. Nein, war es nicht. Wir haben eine Frage. Ja. Welche Tipps habt ihr, um für mehr Hochzeiten gebucht zu werden? Sagen wir nicht, sonst wären wir ja nicht mehr gebucht. Da habe ich einen Tipp für hier, schau. Oh, 5? Warte mal, mein Tipp 5. Netzwerken. Ja. Netzwerken mit anderen Fotografen, Netzwerken mit anderen Dienstleistern, Visitenkarten austauschen. Und für mich ist so eines der Hauptwerbekanäle, sag ich mal, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da muss man die Leute halt zu animieren. Also wenn ihr einen habt, der heiratet, dann gebe ich euch mal hier eine Visitenkarte, einen Flyer von mir mit. Hier ist meine Bewertungsseite auf Google. Wenn ich euch gut fotografiert habe, wenn ihr zufrieden seid, dann gebt mir eine gute Beurteilung. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe das erst so richtig erkannt, wie wichtig das ist, seitdem ich das selber betreibe, wie wichtig diese Bewertungen sind halt auch. Ne? Ja. Und wie oft geht man irgendwo hin und findet es da gut und lässt keine positive Bewertung da oder empfiehlt das vielleicht nicht irgendwo weiter. Ja. Deswegen, das meine ich so mit Netzwerken. Ja. Also man muss... Ja. Ich glaube, man darf nicht die Erwartungshaltung haben. Man fängt an mit dem Business der Hochzeitsfotografie und hat im zweiten Jahr x Aufträge. Ich glaube, das muss mit der Zeit wachsen. Ganz viele Paare, die mich buchen, waren manchmal Gäste auf anderen Hochzeiten, genauso wie du es sagst. Deswegen da auch nochmal ein Tipp, habt bitte
immer, wenn ihr auf einer Hochzeit fotografiert, Visitenkarten bei. Also es vergeht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kaum eine Hochzeit, wo man nicht angesprochen wird. Muss noch nicht mal der Hochzeitsjob sein. Da, man generiert aus dem Auftrag andere Kunden. Ja, ganz genau. Die Bewertungsgeschichte bei Google ist enorm wichtig, aber das ist auch so ein ganz schmaler Grat, weil A, finde ich, also ich bitte einmal, wenn meine Arbeit geleistet ist, serviere ich das mundgerecht, hier ist der Link, ich würde mich über 5 Sterne freuen, weil man möchte natürlich auch, dass man eine gute Bewertung hat, weil wenn man mal eine schlechte hat, die kriegst du erstmal gar nicht mehr raus und das ist halt, ist schwieriger, ist ein ganz schöner Aufwand. Ich freue mich über eine Bewertung, richtig, so sage ich das immer, und wenn die halt keine 5 Sterne ist, dann ist die halt keine 5 Sterne, nein. Aber das ist halt, wenn ich irgendwas suche, vollkommen egal, ob das ein Restaurant ist oder sonst irgendwas, da gucke ich mir auch die Google-Bewertung an. Absolut, da guckt man drauf. Und deswegen, man muss die Leute irgendwie da animieren. Also ich glaube, wie kriegt man mehr Aufträge, wirklich Netzwerken, dranbleiben und manchmal ist das wirklich so, dass ein Auftrag den nächsten generiert. Aber ich glaube, man muss einfach geduldig sein. Und und man darf, glaube ich, auch nicht mit sich hadern, wenn man mal irgendwie keine Aufträge kriegt oder wenn... Nee, so Phasen gibt's. Ja, so Phasen. Ich kann mich noch erinnern, da ging's, glaube ich, entweder bei dir oder bei mir los, schon für Folgejahr, und der andere sagte dann, ich habe noch gar nichts. Und dann am nächsten Tag hattest du mehr als ich. Ja. Ne? Also nicht verzagen, dranbleiben. So, ich glaube, wir haben eine Frage? Ja. Ich habe auch nur noch einen Punkt. Du hattest den 5. Ich bin durch, schon, ne? Ich bin durch hier. Ach, wir ziehen jetzt knapp, aber ich sag mal, die Jungs in der Technik sind auch noch entspannt. Ich glaube, das läuft ganz gut, und wenn wir noch Fragen haben, auch Parkhaus hat bis 9 Uhr auf, sag ich mal, ne? 9 müssen wir im Parkhaus sein. Wie viele Stunden werdet ihr im Schnitt gebucht und wie viele Fotos liefert ihr im Schnitt aus? Da müssen wir sind da nicht repräsentativ. Also beide. Wie viele Fotos liefert ihr ab, kann ich so beantworten, zu viele. Schließe ich mich an. Eine beliebte, also wir stehen in engem Kontakt miteinander, und wenn der eine Hochzeit hatte, dann fragt man immer, und wie viel hast du geknipst? Und dann sagt der, zu viele. Zu viele. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch noch routinierter werden muss. Ich will nicht sagen, ich ärgere mich. Manchmal hat es mich auch gefreut, weil manchmal ist ja, dass der Fokus nicht hundertprozentig sitzt, warum auch immer, ob man selbst schlampig gearbeitet hat oder es nicht wirklich ungünstig war. Und dann freut man sich natürlich, wenn man von dem Moment vielleicht nochmal 3, 4 in Edition gemacht hat und dann da noch eine Schärfe dabei ist. Aber grundsätzlich auch zu viele. Warte mal, war die zweiteilig die Frage? Ich gebe auch keine Zahl vor. Ich sage meinen Kunden halt immer, ihr kriegt alle, die technisch in Ordnung sind und wo nicht einer aussieht, als wäre der gerade schlecht gelaunt, sage ich jetzt. Genau. Ausnahme Gruppenfotos, da sage ich immer, da suche ich mir das Beste aus, weil bei Gruppenfotos, je mehr Leute drauf sind, umso mehr Fotos musst du machen, weil einer immer die Augen schielt oder die Augen zu hat nicht oder mitmacht oder wegguckt. Wie viele Stunden werdet ihr in der Regel gebucht? Bei mir sind es wirklich so die mittleren Hochzeitsreportagen am meisten. Ich sag mal so 4 bis 6 ist bei mir so der Schwerpunkt. 6 bis 8 würde ich sagen. Okay. Ja. Das Kürzeste, was ich bisher gemacht habe, war aber auch eine Ausnahme, war 1 Stunde und das Längste 14. Krass. Ja, da weiß man auch, also wie man sich die Brötchen verdient hat. Also ich hatte jetzt letzten Samstag oder vorletzten Samstag noch eine 10-Stunden-Geschichte, da war ich ordentlich, hatte ich auch matt vom Tag war ich. Aber das Gefühl danach, wenn du dann eingepackt hast, im Auto sitzt, das Gefühl danach ist unbeschreiblich gut. Unersetzbar. Ne? Federig leicht fühle ich mich. Federig leicht. Obwohl der Körper matt und schwer ist, ja. Mhm. Frage? Ich glaube, wir haben eine Frage. Ja, wir haben eine Frage. Aber ich weiß ja, warte, lass mich mal einen Punkt 5 einmal raushauen, dann ist für dich vielleicht auch wichtig. Dann haben wir, Meinst du, ich kann noch was von dir lernen? Möglich. Mhm. Wir haben nie, jeder lernt. Wir lernen von der Regie, die Regie von uns, du Wahnsinn. Von mir, alles quer. So, Hashtag 5. Hybridbekleidung, was ist das denn? Ey, und schon hast du was gelernt. Was meint der verrückte Fotograf mit Hybridbekleidung? Du hast ja, weil ich dich lange und gut kenne, weiß ich, auch viel Gedanken darüber gemacht hat, was ist die korrekte formelle Bekleidung für einen Hochzeitsfotografen? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Da ich nach dem Grundsatz arbeite, der Fotograf muss in den Dreck, finde ich ein Fotograf im Anzug nicht zielführend. Also ich habe schon Kollegen gesehen, die mit dem Anzug fotografiert haben, da kann ich kann da nicht mitarbeiten. Ich muss mich bewegen können, ich klettere mal irgendwo hoch oder ich lege mich auf den Bauch. Deswegen muss die Kleidung robust sein und ein Anzug ist da nicht
passend finde. Aber es ist doch eine feierliche Veranstaltung, wo die Gesellschaft im feinen Zwirn kommt. Ja, aber ich bin nicht Teil der Gesellschaft, sondern ich bin Dienstleister. Also das muss, ist der Dienstleister nicht auch ein Teil der Gesellschaft? Das muss schon dem Anlass angemessen sein, aber es muss auch funktional sein. Das meinst du mit Hybrid, ne? Du hast mich jetzt ganz geschickt. Boah, ja, ich zeig dir den Zettel nochmal. Genau. Ja. Wir müssen... Also ich pflege da gerne so den Hafenarbeiter-Style. Also eine robuste Hose, die aber schon so ein bisschen... Und mit einer leichten Fahne oder was? Ja, genau, mit einer leichten Fahne. Was hast du denn auf einer Hochzeit an? Die Hybridbekleidung. Also ja? der Tenor ist bei mir offene der gleiche. Hose auch. Eine offene Buchse, genau. Ich hatte letztens wirklich, da war der Reißverschluss kaputt an meiner Flinte und ich glaube sogar die Braut hat gesagt, mach mal die Buchse so. Es gibt ja so Fotografen, die haben so ein Notfallset dabei, so mit Nadel und Fahne. Ja. Hast du sowas? Ja, sicher, ja. Aber nicht bei. Ja. Hybridbekleidung. Also ich bin da mal wieder ganz bei dir. Es muss eine Mischung sein aus dem Anlass entsprechend, aber ja, eben auch funktional. Und ja, Jeans, ich nehme weißes Hemd, schwarzes Hemd, Hosenträger finde ich manchmal ganz gut. Mhm. Und ich mag ja Chucks sehr gerne. Ja. Und die kann man halt auch zu einer Hemdfarbe ganz gut kombinieren. Ich finde, Chucks sind auch zeitlos. Ja. Ich finde, das ist so eine gute Mischung. Und ich finde, man kann sich ja ruhig auch ein bisschen abheben, weil dann sagt, ach, guck mal, da ist der Fotograf. Ach, das ist der Fotograf. So, dann bleibt man möglicherweise auch Erinnerung. Guck mal, da ist der Fotograf. Ach, das ist der Fotograf. Haben wir eine Frage? Ja. Ich hoffe, du bist nicht, liebe Zuschauer, das waren jetzt unsere Quick-Tipps, jeder 6, wir haben ja ganz 5. Subtil, 5, stimmt, ich kann doch nicht so gut zählen, nicht ich wir haben die ja ganz subtil mit einfließen lassen in die Fragen und jetzt nochmal der Aufruf, wir machen hier ein bisschen, wir überziehen ein bisschen, deswegen genau, liest du jetzt mal vor, also jetzt feuerfrei, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt sind wir ganz eure Fragen da, die uns aus der Regie eingespielt werden. So wie der Mike guckt, hat er die Frage nicht verstanden. Benutzt ihr auch mal Stative? Wenn ja, wofür? Darf ich? Gerne. Da wir beim Thema Hochzeitsfotografie sind, nein. Allerdings habe ich jetzt letztens eine Bildidee gehabt, die ich mal umsetzen möchte, wenn ein Brautpaar am Wasser heiratet, wo Ebbe und Flut ist oder wo ein bisschen Wellen sind. Aber magst du verraten nicht. Oder ist geheim? Nö, ist nicht besonders geheim. Ich würde Folgendes machen. Ich würde die Kamera auf eine Belichtungszeit einstellen, die der stehende Mensch mit ein bisschen Entfernung zur Kamera noch halten kann. Ich würde mal sagen, Zehntel, Zwanzigstel, halbe Sekunde, sowas, wenn du sagst Freeze. Mhm. Und ich mag es per se sehr gerne, wenn die Welle bricht und dieses Weißwasser vor und zurück sich bewegt. Und das könnte ich mir als Paarporträt ganz gut vorstellen. Die stehen dann eng umschlungen in der Brandung und durch diese lange Belichtungszeit würde ich so einen leichten Brandungsflow mit reinkriegen, so möchte ich es mal sagen. Das wäre so eine Bildidee, aber ich habe leider noch nie eine Hochzeit an der Küste. Wäre auch was für ein Blitz, ne? Zum Einfrieren möglicherweise oder vielleicht auch eine Doppelbelichtung. Dass du einmal nur das Paar in der Brandung und verstehst du, ne? Nee, erklär mal. Ja, nee, passt ja nicht rein. aber ansonsten nehme ich auf der Hochzeit kein Stativ. Ich auch nicht, um das kurz zu... Aber wir haben eine Frage. Ich habe auch keins dabei. Nein, das ach so, ist dieselbe. Das ist die Stativfrage. Ach so, okay. Nee, ja. Ich habe noch nicht mal eins dabei. Hast du eins dabei? Nee. Nee. Also ich habe einen großen Rucksack und da ist, ja, der ist schon immer proper voll. Ne? Aber zwei Bodies hast du auch da, weil du hast ja eben angedeutet, fotografierst nur mit einer, aber du hast ein Reservegerät. Genau. Wäre nicht auszudenken. Was willst du machen? Haben eine Frage. Ja. Nix, kannst du nur noch kämpfen oder mit dem Handy fotografieren. Ja, das ist im Prinzip auch immer das Risiko, wenn man dann den Opa, den Onkel Jochen oder den Onkel Heinz eben nimmt, der dann eine Kamera dabei hat. Ich sage das meinen Kunden auch immer, ich bin für die meisten Fälle vorbereitet. Mhm. Man kann jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel keinen zweiten Aufsteckblitz, habe ich einfach nicht. Ne? Ich schon. Boah, kann ich mit dem allein? Ja, sicher. Sogar auf Gast rein. Seit wann hast du den? Schon länger. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Diese Onkel Heinze, die binde ich auch immer mit ein. Also die Leute, die einem gerne mal sich vor den Fotografen stellen, die binde ich immer mit ein und sage, kommen Sie hier neben mich, da kann man besser fotografieren. Aber das sind doch auch Fotografen. Ja, sicher, eben. Na, ich nutze das immer für das beliebte Motiv, ich fotografiere den Fotografen beim Fotografieren der Brautpaare. Ja, geil. Oder diese Handyfotografen, das ist ja auch ein beliebtes Motiv, dass du den Fokus dann aufs Display setzt. Ja. Wie sieht die Kostenrechnung aus, wenn ihr im Ausland arbeitet? Nur die Hochzeitszeit als Buchung plus Reisekosten oder die gesamte Zeit als Buchung? Das ist möglicherweise eine Frage für den Mike, weil der feine Herr ja eine marokkanische Hochzeit fotografiert. Ja, das ist eine gute Frage auch wieder. Das ist eine gute Frage und
das kann man sich trefflich drüber streiten. Meiner Meinung nach ist so, ich sag mal, was den Zeitfaktor angeht, die Reisezeit nicht mit der Fotografierzeit, mit der Arbeitszeit gleichzusetzen. Gleichwohl muss man sie irgendwie einkalkulieren, ja. Denn an diesem Tage kann man ja nicht woanders fotografieren. Anreise, also Spesen, also Unterkunft, Anreise müssen auch irgendwie mit berechnet werden. Richtig, ne? Also klar kann man das Brautpaar damit einbinden. Ich sag mal, wenn die in einem Hotel buchen für die ganze Gesellschaft, dass man sagt, hör mal, dann buch für mich da was mit, dann kriegst du vielleicht bessere Konditionen oder so. Ja. Das, oder wenn es um Flüge geht oder dergleichen. Aber man muss das irgendwie einrechnen. Ne? Also wenn du dir, keine Ahnung, einen Dachdecker aus Remscheid organisierst, um deine Finca zu decken irgendwo, wirst du den auch bezahlen müssen für die Anfahrt. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch keine grundsätzliche Antwort drauf. Ich persönlich mache es auch mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen von Sympathie, Antipathie, aber vielleicht auch von dem Ziel, wo die Hochzeit stattfindet. Also und auch von meinem Bock. Also wenn einer kommt und sagt, hör mal, ich heirate in Marokko, kannst du das fotografieren? Ja. Dann denke ich, ja, boah, da würde ich gerne fotografieren, ja. Aber man darf sich halt auch nicht verschenken. Nein. Also, das, ne? Nein. Genau. Wir haben alle ein Gewerbe und wir zahlen Steuern auf das, was wir verdienen und haben unsere Nebenkosten. Ja. Und das muss sich halt irgendwie rechnen. Ne? Aber also so, der Bock ist halt auch da. Für mich ist das ein Einzelfallsentscheid. Ne? Ja, also ganz klar. In der ersten Zeit habe ich es auch nicht gemacht, aber mittlerweile berechne ich halt auch Fahrzeit. Jetzt muss noch nicht mal eine Hochzeit im Ausland sein. Ja. Aber wenn ich jetzt, ich habe nächstes Jahr eine Hochzeit in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet, so, da fahre ich halt im Puffer wegen Staupler nicht ein, da bin ich eine Strecke 3 Stunden unterwegs. Ja, sicher. So, und ja, natürlich eine Spritpauschale, 0,30, was kommt da zusammen? Mhm. Aber ich sitze ja an dem Tag 6 Stunden von meiner Lebenszeit, wo ich, ne, also ja. Das muss ich irgendwo wiederfinden. Und bewegst auch dein Auto, ne? Richtig, genau. Ja. Haben wir noch eine Frage offen? Die Jungs bremsen uns ein, ne? wenn wir hier uns heiß reden. Die haben da Tomaten liegen, habe ich gesehen. Ja, sehr gut. Ich überlege in der neuen Saison über einen, oder ja, über einen. Soll ich lesen besser? Nee, ich versuche da. Also da möchte jemand das System wechseln. Ja. Was sollte ich mir dabei gut überlegen? Und das System zu wechseln? Ja, also beim Systemwechsel. Mhm. Vielleicht. Ja, welche, also eigentlich ist eine Frage an dich. Kann ich ja nicht so beraten, ich wechsle das System nicht so oft. Also das Problem am Systemwechsel finde ich ja, dass man sich mit der neuen Kameratechnik beschäftigen muss. Also es ist so ähnlich wie beim Autofahren. Grundsätzlich kann man Auto fahren, aber kommst du in ein neues Auto, musst du erstmal gucken, immer, wo geht denn das hier alles, wo ist was, wo finde ich was. Also man muss eine ausreichende Einarbeitungszeit, denke ich, berücksichtigen und damit hantieren. Also man muss die Kamera quasi ja blind bedienen können, finde ich, bei der Hochzeit, ohne lang zu überlegen, boah, wo ist denn das jetzt? Ich würde möglicherweise auch ein bisschen nur die technischen Aspekte so ein bisschen beeinflussen lassen. Was möchte man durch den Systemwechsel erreichen? Möchte ich die gleiche Art der Fotografie betreiben? Also ich würde jetzt eine Hochzeit nicht zwingend mit MFT fotografieren, weil ich würde mir schon einen großen Sensor wünschen, einfach um ISO nicht unnötig hochtreiben zu müssen. Gleichwohl gibt es jede Menge Fotografen, die darauf schwören, ne? Das sollen sie auch. Ich sage ja, das ist schon meine ganz persönliche Einstellung. Also ich würde jetzt überlegen, als bei der Hochzeit würde ich jetzt eher auf einen größeren Sensor setzen wollen, einfach weil du mehr Reserven hast. Weil das Rauschverhalten besser ist. Aber deswegen hole ich mir jetzt auch kein Mittelformat. Was? Warum eigentlich nicht? Hat mich noch nicht. Ich will ja nie sagen, aber wer weiß das kommt schon. Kommt auch noch. Ja, genau. Ja, also es ist schwierig. Was du sagst mit der Handhabung ist sicherlich ein ganz großer Faktor. Heikles Thema. Also wir sind da vorsichtig in der Beratung. Ne? Was heißt heikles Thema? Also ich kann den Bock, was anderes mal zu haben, hundertprozentig nachvollziehen. Aber wenn man damit, ich sag mal, kommerziell oder für Geld Hochzeiten knipst, nee, würde ich sogar noch breiter fassen, wenn man damit Hochzeiten knipsen will, sollte man damit routiniert sein. Das finde ich wichtig. Man sollte sich mit dem System wohlfühlen. Und ich glaube, Wohlfühlen kommt dann zustande, wenn man eine gewisse Zeit einfach damit unterwegs ist, dass man einfach so ist ohne groß Nachdenken die Knöpfe findet. Welche Objektive, Brennweiten habt ihr so auf Hochzeiten dabei? Ach, da habe ich eigentlich schon drauf gewartet, dass die Frage kommt. Was hast du mit? Ich habe 24-70, 70,
Obwohl, ich muss sagen, mittlerweile werde ich schon so frech und nehme das 70-200 dann gar nicht mit. Obwohl das ja eine deiner Lieblingslinsen ist. Also ich habe das 24-70-28 mit, das 70-200 meistens mit, aber das ist auch so groß und nimmt Platz. Was ich auf jeden Fall immer mit habe, ist ein 35-1,4 und ein 105-1,4. Das sind so die Linsen für die Paar-Shootings und für die Paar-Fotos, für die Reportagenanteile eben 24-70-70-200 oder wenn du mal eine Darf ich sagen, eine Bärenarschkirche hast, die dunkel ist wie derselbige. also ich weiß nicht, wie hoch du mit ISO gehst, aber so mehr als 4000 möchte ich eigentlich nicht. Also lieber 6400 als kein Bild. Ja, kann man auch wieder so sehen. Ja. Aber das war auch so eine Riesenkirche und das war einfach geil, einen 105-1,4er dann draufschrauben zu können. Ne? Und ich sag mal, das Wichtige hatte ich im Kasten, dann kann ich noch so ein bisschen drumherum machen, wo ich sage, okay, auch wenn der Bildschnitt, wenn ich jetzt schnell wechseln muss, ich habe alles. Das war schon krass, was das dann ISO gut gemacht hat, von 2,8 auf 1,4. Ne? Wenn ich gut wäre, könnte ich das jetzt ausrechnen, aber das war schon toll. Genau, 35er ist eine aktuell meiner Lieblingslinsen, wenn ich meine Lieblingsbrennweite, war am Anfang überhaupt nicht so. Das sind so die vielen Linsen, die ich immer dabei habe. Es sei denn, irgendein Paar hat nochmal ganz spezielle Wünsche. Aber ja, es war irgendwann mal so ein Engel-Location, hatte ich dann nochmal eine 24er Festbrennweite auf 1,4 mit. Aber da muss man ja, finde ich, auch bei Porträts, wenn man den Look nicht mag, schon aufpassen, weil das Gesicht ja schon sehr, sehr flach wird. Ne? Mhm. Was hast du mit? Das ist schnell erzählt. 24-70, 2,8, 70-200, 2,8 und 85-1,8. Ende. Das ist interessant, das ist eine Brennweite, die ich nicht besitze. Ne? Ja. Ich mag die für Porträts sehr, sehr gerne. Und ich habe schon alles besessen. Also ich hatte auch einen 35er, ich hatte einen 50er. Nee, das... Ich hatte sie dabei. Was wolltest du jetzt aktuell holen? Hast du mich noch vorhin bedrängt, dir das zu verkaufen? Ich schiele zum 135-1,8, aber das gibt es halt noch nicht für Z. Mhm. Und da, ich hatte so gehofft, dass Nikon jetzt was raushaut, aber die sind eher so telemäßig unterwegs. Ich warte sehnsüchtig auf irgendwas, in dem ich würde mich auch über einen 35-1,4er freuen. Ja. Das würde ich auch mal ausprobieren wollen. Ich habe ja noch meinen Z-Mount. Ja, aber es hat ja auch, da hat ja auch seine Vorteile, nativ an Z zu arbeiten, ne? Allein bildstabilmäßig und so. Ja, aber okay. Ist ein anderes Thema. Was mich jetzt wundert, oder du berichtest ja mal, dass das 70-200er, dass du das am langen Ende magst. Ich übrigens find, auch. Das ist eine ganz großartige Linse. Je nachdem, was du dann noch von dem Paar drauf hast, finde ich 200 schon die Kommunikationsgrenze. Ja, das stimmt. Das ist halt, dann musst du echt ordentlich schon mal schreien. Und dann ist es noch ein bisschen windig. Deswegen nehme ich gerne das 105er auf 1,4. Ich sag mal, vom Freistellungen werden sie, tut sich das nicht so viel. Oder bist du noch in so einer Distanz, wo du ja kommunikativ nicht heiserlich schreien musst. Ja, das stimmt. Ach, guck mal, wir haben eine Frage. Verrückt. Wann macht das Parkhaus zu? Oh, in 20 Minuten. Hau, da müssen wir gleich los. Wie liefert ihr die Bilder ab? USB-Stick, online, Fotobuch, DC? Was ist denn DC? Digital Content möglicherweise? Ja, DVD. Oder Download Content? Nee, DC, DVD. Also DVD kenne ich. Kombination tatsächlich nur noch Papierbilder. Relativ einfach. Also für mich einfach zu beantworten. Ich ausschließlich digital. Ich habe eine Cloud, da lade ich rein. Ich bin auch der Meinung, das ist auch für Gäste einfacher. Jeder kann sich da was rauspicken. Auf Anfrage, manchmal hat man ja ein Fotobuch gedruckt. Bin ich ehrlich, mache ich eigentlich nicht, weil ich finde, ein Buch mal so ordentlich zu layouten, das machst du mal nicht im Vorbeigehen. Und die automatisierte Software und dann kostet halt das auch wieder Geld. Und nee, also bis jetzt, ich habe da auch wenig Lust zu, muss ich sagen. Ich bin auch digital unterwegs. Ich habe auch eine Cloud-Lösung und ich liefere einen USB-Stick. Ja. Also ich berate natürlich gerne die Paare. Ich sage denen auch immer, wenn ihr irgendein Bild nachher großgezogen haben wollt und nochmal irgendwie die Tonwertanpassung braucht, damit es auf dem Trägermaterial gut aussieht, immer gerne. Ich empfehle dann vielleicht auch Dienstleister, aber ich versuche die zu ermutigen, das selber zu machen. Ja. So. Ich würde sagen, eine Frage nehmen wir noch und dann machen wir so lange. Du zahlst das Taxi-Freundchen, wenn ich aus dem Parkhaus rauskomme. Ja, ja. Ach, 21 Uhr haben wir doch noch. Ja komm, bis 10 vor machen wir, sind wir auch Kumpel. Mutig.
Ja, es kommen so viele Fragen rein. Stell mal vor, wenn wir die jetzt nicht beantworten, gehen die Zuschauer da draußen vielleicht disappointed ins Bett. Ja, ja. Quatsch dich nicht wund, lies die Frage vor. Hör zu. Ja. Nutzt ihr eine zweite Speicherkarte zum Backup beim Fotografieren? Ja. Ja. Was haben wir die Baureihe 2 von der Z6 und der Z7 gefeiert? Also ich auf jeden Fall, weil auch. Vorher gab es nur einen Slot und wir waren immer zwei. Ich war zwei nervous, gewohnt. Weil ich nur eine Speicherkarte drin hatte. Und das macht einem ein mulmiges Gefühl im Bauch. Es ist zwar noch nie passiert, ich habe mal einen interessanten wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen, welche Speicherkarten denn haltbarer werden, ob es jetzt XQD ist, ob es Kompaktflash ist, ob es SD, MicroSD. Und in dem Artikel, der Schreiber von diesem Artikel, weißt du, was der geschrieben hat? Jetzt kommt's. Es ist nicht die Frage, ob eine Speicherkarte sondern kaputt wann. Geht, sondern wann, genau. Und mit diesem Gefühl habe ich mich sehr gefreut, einen zweiten Kartenslot zu haben. Bisher ist mir noch nie eine abgeraucht. Zumal die ersten Versionen ja diese teuren XQD-Karten hatten, wo du nicht mal eben zwei, drei Reservekarten mit hattest, weil die ja schon eine teuer waren. Die sind ja immer noch relativ teuer, aber nicht mehr so teuer, ne? Ja, genau. Keine Frage mehr. Oh, ist das wäre eine Feierabendsituation. Ich guck mal in der Regie. Haben wir noch Fragen auf Halde? Da, zack, ist eine da. Na sicher. Wie habt ihr eure Karriere begonnen? Erst als Fotograf im Nebengewerbe und dann als Hauptgewerbe oder seid ihr leicht mit dem Hauptgewerbe gestartet? Erst Nebengewerbe. Ja. Genau, einfach mal so zu gucken, wo die Reise so hingeht. Das ist ja jetzt schon so ein kleines Wagnis und ich glaube, man muss einfach sich auch relativ breit aufstellen. Nur mit Hochzeiten wird man nicht weit kommen. Ist so. So, da wir jetzt gleich Feierabend machen, würde ich nochmal nach vorne kommen und euch nochmal ein kleines Präsent in die Hand drücken. Sind wir dabei auch noch online? Na sicher. Na sicher. Da bin ich mal gespannt auf das Präsent. Ich auch. Krieg ich gerne Präsente. Ja. Mhm. Bist du denn aufgeregt? Ja, ich habe öffentliche Schenkangst. Von unserem Geschäftsführer und natürlich dem ganzen Team als Dankeschön, weil ihr ja, das muss man vielleicht erklären, ne, eine Lücke gefüllt hat, die krankheitsbedingt aufgekommen ist. Deswegen einfach für euch jetzt sagen, ihr könntet natürlich heute Abend im Parkhaus reden. Richtig, genau. Ja, weil da kommen wir nicht mehr raus ganz jetzt. Genau, ganz genau. Ja, dann denke ich, würden wir noch ein paar Grußworte rausschicken, ne? Und dieses Format dann hier auch beenden. Ne? Liebe Zuschauer, ich hoffe, die eine oder andere Frage konnten wir euch beantworten. Wir konnten eure Lust vielleicht ein bisschen schüren, euch auch mal an die Hochzeitsfotografie zu wagen. Und ja, falls ihr mal heiratet, ne, wir sind zu buchen, ne, kann man machen. Ja, und wenn ihr mitgehen wollt auf eine Hochzeit zum Knipsen, ihr seid bei mir herzlich willkommen als Second Shooter. Als Hospitant, ja, Hospitantin. Sehr gerne. Ja, ich sag mal, wir sagen Tschüss, wir müssen leider ins Parkhaus, das macht um 21 Uhr zu. Und ich sag einfach mal, früher oder später, man sieht sich. Man sieht sich. Stimmt.